Und damit wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir stehen hier vor dem Haus vom guten Costa. Und der soll uns jetzt irgendwas zum Platos Dialog sagen. Und ja, da werden wir doch einfach mal die Tür öffnen, würde ich mal sagen. Mr. Costa, keep your shirt on. Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something if it's not. Da habe ich doch gemerkt, da ist noch was falsch. Price is artifact. I don't want it. So soll es jetzt stimmen. Hoffe ich. So, dann fragen wir ihn mal über Platos Dialog aus. Aha, er möchte nicht so wirklich was sagen. Dann stellen wir uns mal einfach vor. Gut, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Der alte Herr möchte nicht mit uns reden. Dementsprechend, ja, reden wir einfach mal mit Sophia. Und fragen mal, was sie so dazu sagt. Fragen wir mal, wie wir uns mit dem denn nur einlassen konnten. Ach ja, richtig. Jetzt hat sie mich sogar selber erinnert, weil ich nicht mehr wusste, was genau vorher lief. Verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. Aber dann fragen wir erstmal, was wir jetzt machen. Dann versuchen wir es nochmal mit dem guten Costa zu reden. Gut, fragen wir mal, was der so über Atlantis weiß. Gut, der scheint nicht so begeistert von uns selber zu sein. Tun wir mal so, als würden wir daran glauben. Gut. Wissen wir, wo Atlantis liegt? Nein. Ich habe sie zuerst gefragt. Das klingt doch nach einer sehr erwachsenen Antwort. Die Azoren? Ha? Gut, das scheint nicht so erfolgreich zu sein. Dann werden wir mal Rede mit Sophia. Sophia bitten, mit ihm zu reden. Rede du mit dem Mann. So, jetzt sind wir Sophia und dann klopfen wir doch einfach mal. Ich bin mir übrigens gerade nicht sicher, ob ich komplett die Dialoge mit vorlesen soll. Aber ich finde es, glaube ich, besser, wenn ich einfach nur ab und zu kommentiere, was da so gesagt wird. Na, erkennt Sophia offenbar. So, fragen wir mal oder sagen wir mal das. Na, dann tun wir mal so, als wäre Indy ein totaler Vollidiot. Und schleimen uns noch ein bisschen ein. Und dann fragen wir die ganzen Fragen nochmal. Gut, da haben wir deutlich mehr Optionen, also fragen wir mal, haben Sie ihn? Nö, auch nicht schlecht. Ob er ihn gelesen hat?
Nö. Sehr gut. Wissen Sie, was in ihm steht? Nö. Oder? Achso. Nicht genau. Gut. Dann fragen wir mal, ob er weiß, wo wir ihn finden können. Aha. Okay. Achso, gut. Er möchte natürlich irgendwas als Gegenleistung haben. Aber sie wird das Halsband nicht weggeben. Gut. Dann müssen wir mal gucken, was wir ihm sonst anbieten können. Da schauen wir mal. Ich meine mich zu erinnern, ich weiß, was gebraucht wird, aber da müssen wir nochmal weg. Dementsprechend verschwinden wir jetzt hier. Gleich, sobald der ewige Dialog fertig ist. Also, wie er uns gesagt hat, wir brauchen ein seltenes Artefakt aus Atlantis und... Oh, also. Und ja, das Halsband möchte Sophia nicht abgeben, also müssen wir uns was anderes besorgen. Und das werden wir jetzt tun, indem wir natürlich erstmal zum Auto gehen. Und das Auto natürlich auch benutzen. Ich dachte, das wäre jetzt automatisch. Aber da muss man sich zweimal die wundervolle Laufanimation angucken. Gut, wir müssen nach Island, wenn ich mich recht erinnere. Und da noch ein kleines Teil besorgen. Und das tun wir dann auch gleich. Ach, hier war nichts mehr, ne? Das Camp. Na gut, dann gehen wir mal direkt in die Ausgrabungsstätte. So. Und da ist der gute Doktor, wie auch immer, der Heimdall. Eingefroren und wir sehen, der guckt raus, was er da aus dem Eis holen wollte. Und ähnlich wie mit dem Halsband, beziehungsweise, was war das denn noch? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir müssen diese Orichalcum-Kugel benutzen und zwar in den Kopf von dem Aal. Und der heizt sich jetzt auf und ist freigeschmolzen und dann können wir ihn nehmen. Nimm, Aalfigur. So, und das dürfte jetzt das sein, was wir dem guten Costa geben müssen. Ja, ich hätte vorher dran denken können, dann hätten wir uns das anfängliche Gequatsche ein wenig sparen können, beziehungsweise müssten jetzt nicht hin und her fliegen. Aber nun gut, so schlimm ist das ja nicht. Dann werden wir mal zum guten Costa und rausfinden, wo Platos verlorener Dialog zu finden ist. Wieder die wunderschöne Landeanimation. Na, komm schon. Ich weiß gar nicht, ob die Musik von dem Spiel laut genug ist. Das werde ich dann mal in einer der nächsten Folgen überprüfen. Jetzt müsste ich gucken, dass ich die dann hinterher lauter stelle. Die düdelt zwar nur so ein bisschen hin und her, aber gut. Gut, dann klopfen wir mal. So. Mr. Costa? Sie schon wieder, was wollen Sie? Ich könnte es ja mal versuchen mit allem vorlesen. Wie wäre es mit einem kleinen Handel? Okay. Was haben Sie? Ja, versuchen wir es direkt mit der Aalfigur. Ich biete diese geheimnisvolle Aalfigur. Nun, das sieht mal interessant aus. Abgemacht. Nun hören Sie ganz genau zu. Ich weiß nicht, wo er geografisch zu finden ist, aber der verlorene Dialog von Plato ist in der Sphark-Sammlung. Verstanden? Ich glaube schon. Die Sphark-Sammlung. Mein Gott. Sehr gut. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Die Sprachsammlung. Mein Gott, was ist das für ein Name? Oh. Weißt du was, Sophia? Ich glaube, das Barnett College besitzt die Sprachsammlung.
Mein Gott, ich hoffe, dieses Wort wird nie wieder genannt, sonst kriege ich hier noch einen Zungendreher. So, Zwischensequenz. Dr. Übermann, fantastische Neuigkeit. Kerner, na endlich. Sehen Sie, was Herr Jones unser Freund uns freundlicherweise überlassen hat. Was zum Teufel ist das? Ist das nicht unglaublich? Sie narr. Sie kommen wieder, um mir diesen prähistorischen Schnickschnack zu zeigen? Doktor, ich bin sicher, dieser Schnickschnack, wie Sie ihn nennen, stammt aus der verlorenen Stadt. Dann haben wir versagt. Ich sehe keinerlei Anzeichen für das magische Metall, das Plato erwähnt. Orichalcum, sehen Sie hier. Im Boden versteckt war diese kleine glänzende Perle. Und sie glitzert wie Feuer. Genau wie Plato es beschrieb. Ich würde vermuten, wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Ich vermute nicht. Ich muss es ausprobieren. Mein Gott! Wir haben es geschafft. Eine Energie des Urans, ohne jede radioaktive Strahlung. Und diese amerikanischen Wissenschaftler ahnen nichts. Das bringt mich auf eine Idee. Angenommen, ich stecke die Perle in den Mund der Statue. Gut, hat ja klasse funktioniert. Haben Sie das gesehen? Denken Sie an Lastwagen, die von diesen Perlen Energie besitzen. Denken Sie an Panzer. Ja, sogar Flugzeuge. Benutzen Sie Ihre Fantasie, Kerner. Denken Sie groß, wie die Amerikaner. Denken Sie an Bomben. Und herzlich willkommen zurück im Barnett College. Da werden wir jetzt einfach mal sehen, was wir da so finden. Da müssen wir die wundervolle Sammlung durchsuchen wahrscheinlich. Hier. So. Dann sagen wir mal, Platos verlogener Dialog muss hier irgendwo sein. Brauchst du Hilfe? Ja, bitte, ich fürchte mich sonst. Spar dir den Sarkasmus, Jones. Wir treffen uns in deinem Büro. Ich glaube sogar, man kann nichts sagen, was dir dazu bringt, zu bleiben. Und in diesem Sinne beenden wir hier an dieser Stelle die Folge und machen uns in der nächsten Folge auf die Suche nach Platos verlorenem Dialog.